Klasse Sache, so ein Rummelplatz. Komm, lass uns doch mal Autoscooter fahren. Ich ramm dich auch nicht. Das sagst du jedes Mal. Wir fahren lieber eine Runde Dampfschiff auf dem kleinen See. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Och, das ist doch langweilig. Ich weiß, schau mal. Also das wäre doch mal doll. Ein Bungee-Kram. Komm, ich kauf dir eine Karte, Helmut. Ja, für eine Person. Ja, natürlich will er dabei in den Teich eintauchen. Danke. Nein, ich trau mich aber nicht zu dir. Meine Damen und Herren, jetzt springt der Ex-Bundeskanzler. Helmut. Allzu gut. Du hängst so an den Gummiseilen, da kann gar nichts passieren. Komm, also ich fahr auch mit dir nach oben. Hoppla, das geht ja immer höher. Der Teich wird immer kleiner. Schrödi, ich hab Angst. Was ist, wenn ich falle? Ach, das ist doch der Sinn beim Bungee-Springen, Helmut. Du hängst doch an den Seilen hier. Schau mal, wir sind schon oben. Genau 150 Meter. Also los, komm jetzt. Bitte spring mit mir, Schrödi. Ich trage mich nicht alleine. Das geht nicht. Pass auf. Du zählst jetzt einfach bis drei und dann schubse ich dich. Wirst sehen, ist ein tolles Gefühl. Das Gummiband hält nicht. Eins. Doch. Die haben das genau berechnet. Ach ja? Wie denn? Hä? Zwei. Du hast doch unten an dem kleinen Gerät dein Gewicht eingetippt. Wieso? Ich hab nur Stockwerk eins gedrückt. Drei und los! Moment. Eins. Helmut! Ja, ich hab dich gesehen. Doll, Helmut, ja. Schöner Fisch. Na, das wird dauern, bis sie den Teich wieder vollkriegen.